Ja, das Buch Wunderbare Wachtel Welt. Nach fast 4 Jahren Arbeit war es endlich soweit und wir konnten das Buch endlich in Empfang nehmen und das erste Mal richtig in den Händen halten. Ein ganz großer Moment für mich, aber ich glaube auch für alle anderen, die an dem Buch gearbeitet haben, weil wir haben so viel Herzblut in das Buch fließen lassen. Es war uns einfach ganz wichtig, ein authentisches Buch zu machen, aber auch ein Buch, wo für jeden Wachtelhalter das bringt, was er sich wünscht. Das heißt, wir haben versucht, einen guten Zwischenweg zu finden zwischen einer sehr gut verständlichen Einsteigerliteratur und einem Fachbuch für den fortgeschrittenen Wachtelzüchter. Ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. Es ist wunderschön geworden und wir sind ganz stolz auf dieses Buch. Persönlich für mich waren auch ein paar Tiefen dabei. So war die Zusammenarbeit doch am Anfang relativ schwer, weil der Gedanke, ein Buch zu machen, der ist leicht gefasst, aber wie kommt man am Ende zum Buch? Wie schreibt man das Buch nieder? Wie groß soll es werden? Welche Kapitel nimmt man? Wer soll die Bildgestaltung machen? Wer macht einem das Layout? Das waren so viele Fragen und so wenig Antworten dazu. Dementsprechend hat sich das Projekt auch einfach ein bisschen länger gezögert als gedauert. Aber man muss auch sagen, wir haben in der Zeit so viele tolle Themen gesammelt und aufgegriffen und auch nochmal wirklich zu unseren Kunden gehört. Was wünschen sie sich? Was wünschen sie sich für ein Wachtelbuch? Und haben das eigentlich alles aufgegriffen und in unserem neuen Buch verarbeitet. Der Weg dahin war dann am Ende auch nicht ganz einfach, weil das ganze Layout, der ganze Text und alle Bilder sind im Hause vom Wachtelshop quasi entstanden. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Die Anne ist eine wunderbare Texterin mit ganz viel Wachtelwissen, die das Buch quasi geschrieben hat. Ich habe mein Wissen mit einfließen lassen, wir haben uns gegenseitig ausgetauscht und die Julia, meine Kollegin hier im Büro, hat das komplette Layout selber gestaltet, wo ich sagen muss, das ist auch ein kleines Sahnehäubchen obendrauf nochmal. Und insgesamt ein tolles Werk. Und wir freuen uns, dass es jetzt endlich erhältlich ist. Das Buch Wunderbare Wachtelwelt. Hallo, ich bin die Anne. Ich bin total glücklich, dass unser Buch jetzt endlich fertig ist. Vor allem, dass es dieses Jahr auch schon bei so vielen Leuten unter dem Weihnachtsbaum liegt. Das war uns ein ganz besonderes Anliegen. Ja, dass wir da wirklich Weihnachten fertig sind, dass Weihnachten schon die ersten Leute reinschmökern können. Und dass wir auch so ein bisschen selber die Früchte unserer Arbeit ernten können. Wir haben da alle zusammen über ein Jahr lang dran gearbeitet, mit allen Höhen und Tiefen. Und es hat super viel Spaß gemacht. Es war für mich persönlich ein Kindheitstraum, mal ein Buch zu schreiben, dass ich es jetzt sogar über das tollste Thema der Welt schreiben kann. Das ist natürlich das Sahnehäubchen noch oben drauf, das i-Tüpfelchen. Ich bin ganz, ganz froh, dass das mit der Julia und dem Michi zusammen so eine schöne Zusammenarbeit war, dass man sie so schön ergänzt hat, bereichert hat. Und ich glaube, dass man das auch wirklich in dem Buch liest und das wunderbare Wachtelwelt deswegen wirklich nicht nur ein super Weihnachtsgeschenk ist, sondern auch für jeden Wachtelhalter eine richtige Bereicherung ist. Das ist unser kleiner Co-Autor, der Leon. Der hat vor allem beim Wachtel-Foto machen ganz viel mitgeholfen und hat 30 Mehlwürmer verteilt.